Demeter steht bei den KundInnen für ökologische Top-Qualität und wurde deswegen erst letztes Jahr zur nachhaltigsten Marke des Landes gewählt. Und man muss sagen, Demeter hat auf vielen Gebieten unheimlich hohe Standards. Alles biodynamisch. Dem Verband gehen die Richtlinien der EU-Öko-Verordnung nicht weit genug. Insgesamt sind 1740 Landwirtinnen und Landwirte im Demeter-Verband organisiert. Für alle verpflichtend ist die Arbeit mit den sogenannten Präparaten. Das sind zum Beispiel Kuhhörner, die mit Mist gefüllt werden. Ist das Hokuspokus oder ist da was dran? Die Grundidee von Demeter basiert auf Anthroposophie und geht zurück auf Rudolf Steiner. Er hat das Konzept biodynamische Landwirtschaft 1924 bei einer einwöchigen Tagung nicht nur vorgestellt, sondern auch gleich noch entwickelt. Und was das genau bedeutet, das lasse ich mir jetzt mal erklären. Sie müssen die Frau Wamsler sein. Ich heiße Bettina. Dora, alles klar. Herzlich willkommen auf dem Marienhof. Ich würde dich jetzt einfach mal in den Kuhstall führen, damit du siehst, wie schön unsere Kühe sind. Gut, auf geht's. Neben zwei Ziegen, einigen Hühnern und 11 Mastschweinen leben auf dem Hof auch 17 Milchkühe. Was sind denn jetzt eigentlich so die zentralen Unterschiede zwischen einem Demeter-Bauernhof und einem, ich sag mal, normalen Bio-Bauernhof? Wir bauen nur so viel Futter an, wie wir hier Tiere haben. Das, was die Tiere uns als Dünger schenken, ist das, was wir als Dünger dann auch nach Kompost zur Verfügung haben. Das ist ja bei vielen konventionellen Bauernhöfen, dass die Kühe enthornt werden, weil es irgendwie praktischer ist oder so. Die Hörner sind für uns in der biologischen, dynamischen Wirtschaftsweise ein Sinnesorgan. Das geht ja um das Tierwohl der artgerechten Tierhaltung. Mhm. Und dazu gehört natürlich auch auf jeden Fall mal da, wo geschlafen wird und geruht wird und verdaut wird über Nacht, genügend Platz. Das Tierwohl ist hier also ein zentraler Faktor. Genau wie auf Biohöfen ist auf Demeterhöfen eine Außenfläche von 4,5 Quadratmetern pro Milchkuh vorgeschrieben. Demeter arbeitet ja nach biodynamischer Landwirtschaft. Was genau bedeutet dieses biodynamisch? Biodynamische Landwirtschaft ist im Grunde die Landwirtschaftsweise, wo wir uns auf den Grundlagen von Rudolf Steiner aufbauend in der Landwirtschaft etabliert haben. Du wirst auf jedem biologisch-dynamischen Hof wirst du immer sowohl das Tierelement als auch das Pflanzenbauelement, als auch die Kompostwirtschaft, als auch die Präparatearbeit wiederfinden. Bei der biodynamischen Landwirtschaft wird der Hof als eine Art Organismus verstanden. Der Boden nährt die Tiere und die Tiere düngen wiederum den Boden. Aus diesem Grund ist Tierhaltung für Demeter-Betriebe auch verpflichtend. Und Demeter ist sozusagen etwas, was das strukturell fasst und dem Ganzen ein Markenzeichen abgibt. Also biodynamische Landwirtschaft ist so die Philosophie und die Methoden und Demeter ist ja so eine Art Handelsname für die Produkte daraus. Genau. Das Herzstück der biodynamischen Landwirtschaft sind die sogenannten Präparate. Das sind beispielsweise Kuhmist, Quarz oder auch Kräuter, die die Kräfte aus ihrer Umgebung sammeln sollen, dann in homöopathischen Dosen auf die Felder ausgebracht werden, wo sie diese Kräfte dann an die Pflanzen wieder abgeben sollen. Da wird dann auch gern mal die Blase eines männlichen Rothirschs mit Kräutern gefüllt oder ein Kuhschädel mit Eichenrinde, wo sie dann über Monate hinweg kosmische Energien bündeln sollen. Das klingt für mich als Naturwissenschaftlerin erstmal seltsam. Präparatearbeit ist das, wo wir uns sozusagen von der ökologischen Wirtschaftenhöfen nochmal absetzen. Das ist, was Demeter besonders macht. Das hängt damit zusammen, dass unser sozusagen ideeller Gründer, der Anthroposoph Rudolf Steiner, einen Vortrag gehalten hat und beschrieben hat, wie wir eigentlich durch eine Arbeit im ganzheitlichen Sinn die himmlischen Einflüsse, nenne ich sie jetzt mal, mit hereinholen. Wir sind tief davon überzeugt, dass das alles miteinander zusammen wirkt. Ich fasse mal zusammen. Eine Gruppe anthroposophiebegeisterter Bauern sorgt sich um die Qualität ihrer Ernte und die Fruchtbarkeit ihrer Böden. In ihrer Not wenden sie sich an den Hellseher Rudolf Steiner, der ihnen in einem improvisierten Seminar, einer Art ESO-Slam, auf dem schlesischen Gut Koberwitz 8 Vorträge zum landwirtschaftlichen Kurs hält. Die Ideen des Esoterikers Steiner fallen bis heute auf fruchtbaren Boden. Versteht ihr? Fruchtbarer Boden. Bei Demeter schwingt also nach wie vor eine Menge Esoterik mit. Aber die Methoden von Demeter basieren nun mal auf Anthroposophie und haben sich bis heute nicht geändert. Höchstens in homöopathischen Dosen.
genau wie auch die Präparate. Damit sie richtig wirken können, müssen die Präparate auf ganz bestimmte Art und Weise hergestellt werden. Ich habe jetzt eine Stunde lang das sogenannte Kieselpräparat gerührt. Das Kieselpräparat wird so hergestellt, dass wir Quarz zerreiben, den in Kuh mischen mit Wasser, in ein Kuhhorn präparieren und das über Sommer in der Erde vergraben. Dann wird es ausgegraben und ist verwendbar. So, dann kommt dieses Quarzmehl. Genau, dann kommt in einem kleinen Äquivalent ein Fingerhut auf einen Hektar und die Flüssigkeit, die man für einen Hektar braucht, die liegen bei, sagen wir mal, 25 Liter. Also es sind dann schon eher homöopathische Dosen. Genau. Also man muss sich vorstellen, wir arbeiten sozusagen schon auch in einer weiterentwickelten Homöopathie. Woran genau erkennt man dann an der Pflanze, dass es wirkt? Indem du übst, was du sehen willst. Indem ich übe, was ich sehen will? Hier, das hat ja eine schöne Spannung nach oben. Ja. Ne? Und man sucht jetzt eigentlich ein Blatt, das so ein bisschen das nicht so hat. Hier das zum Beispiel, es fällt so ein bisschen runter. Und wie kann man sicher sein, dass das jetzt an den Präparaten liegt und indem nicht du beobachtest. An der Sorte Pflanze genau, zum Beispiel? Genau, das ist sozusagen die Forschungsarbeit, entweder im Institut in Darmstadt oder bei der Frau Thun. Was ich jetzt an Studien mir angeschaut habe, war eher so, dass da kein nennenswerter Effekt reproduzierbar, nachweisbar war durch die Präparate. Das ist der kritische Blick. Ich bin noch nicht so richtig überzeugt davon, dass es die Präparate sind, die den Unterschied machen und nicht andere Faktoren, die Demeter anders macht als EU-Bio beispielsweise. Die Kritik sei dir auch zugesprochen. Und wir können immer eine Null-Variante daneben machen, um das zu vergleichen. Das machen wir auch selber. Oder wir spritzen auch nochmal ein anderes Präparat im Vergleich, um zu sehen, ist da auch nochmal ein Unterschied. Wenn du skeptisch bist, dann guckst du nicht hundertprozentig offen und lässt auch nicht hundertprozentig offen zu. Will ich gar nicht unterstellen, nachdem man das ja nicht messen und wägen kann, sondern dein persönlicher Blick ist, bleibt es in etwas sehr Persönlichem. Man kann die Ergebnisse nicht messen und wägen. Genau das ist der Punkt. Man findet einfach immer irgendeinen Unterschied zwischen Pflanze A und Pflanze B, wenn man nur lang genug sucht. Reproduzieren lässt es sich aber nicht. Und das wäre entscheidend. Oft wird bei solchen Studien das sogenannte Harking angewandt. Hypothesis after the results are known. Eine These wird also entweder erst im Nachhinein aufgestellt oder auch nachträglich verändert, um zum jeweiligen Versuchsergebnis zu passen. Frau Wamsler verbuddelt also Kuhhörner und rührt gemahlenen Sand. Was für Demeterhöfe übrigens verpflichtend ist. Sie stopft auch Brennnesselpräparate in ihren Komposthaufen und andere Höfe gehen sogar noch weiter. Für mich klingt es immer noch nach Hokuspokus. Aber ich gebe noch nicht auf und hake noch mal nach. Welche von den Präparaten sind jetzt von Demeter-Seite aus vorgeschrieben? Die 5 Kompostpräparate. Was sehe ich hier? Eichenrinde, Kamille, Brennnessel, Schafgarbe und Löwenzahn sind Kompostpräparate, die dem Dünger in homöopathischen Mengen zugegeben werden, um die Humusqualität des Bodens zu verbessern. Was hier gerade rhythmisch verrührt wird, sind die Spritzpräparate. Und deren Grundstoff sind die verbuddelten Kuhhörner mit Mist. Das ist der Hornmist. Der Hornmist ist das Pendant sozusagen zum Hornkiesel. Als Spritzpräparat benutzt man das, wirkt über den Boden zur Pflanze. Wie wird der hergestellt? Man hat auch Kuhhörner, in die Kuhmist reingestopft wird und wird über Winter vergraben, im Frühling wieder ausgegraben und dann ist es fertig. Welche Rolle spielt dabei die Jahreszeit? Herbst, Winter ist ja oben Ruhe und die meiste Aktivität im Boden. Und insofern nutze ich für das Präparat die Kräfte, die sozusagen sich im Boden formieren im Winter. Was geht dir durch den Kopf, wenn jetzt jemand Demeter-Methoden als esoterisch bezeichnet? Also ich würde ihn als allererstes fragen, was meinst du damit? Weil dann erst können wir wirklich ins Gespräch kommen. Für mich müsste das dann wirklich noch mal genauer beschrieben sein. Ich habe den Eindruck gewonnen, das ist ein wesentliches Element der Anthroposophie und damit auch der biodynamischen Landwirtschaft. Wir versuchen das ja in eine Mess- und Wägbarkeit zu führen darüber, dass wir das in Versuchen festhalten, die wir mit unseren Methoden natürlich dann wieder dokumentieren.
um das nachvollziehbar zu machen für andere, die sich dafür interessieren. Aber im Grunde stimme ich dir zu. Gut, dann fürchte ich, dass wir an dem Punkt uns auch nicht weiter aneinander annähern können. Deine Sprache ist eine andere als meine. Auf jeden Fall. Was aber auf jeden Fall nichts daran ändert, dass ich hier einen Hof kennengelernt habe mit super hohen Standards im Tierwohl und einem durchdachten Konzept. Und das alles sind Sachen, wo ich auf jeden Fall großen Respekt auch vor den Demeter-Standards habe. Und der Punkt mit den Präparaten? Agree to disagree. Einverstanden? Also wenn wir das nicht schaffen, dass wir da einander entspannt gegenüber sind, dann gibt es Religionskriege. Ich will keinen Religionskrieg an der Frage der Präparate für eine gute Bewirtschaftung für unsere Böden. Auf Demeterhöfen geht man also teilweise weit über die Grenzen der EU-Öko-Verordnung hinaus. Beim Tierwohl, beim Pflanzenschutz, bei der Biodiversität. Aber die Präparate, das selbsternannte Herzstück der Demeter-Philosophie, sind mit Pflanzenhomöopathie noch freundlich umschrieben und basieren auf den Thesen eines Mannes, der sich selbst als Hellseher bezeichnet hat. Entsprechend wurde die Wirksamkeit der Präparate ausschließlich von Studien nachgewiesen, die Demeter selbst bezahlt oder in Auftrag gegeben hat. Und die Ergebnisse sind nicht wissenschaftlich reproduzierbar. Wie die Thesen eines Hellsehers eben. Aber Frau Wamsler und die anderen Demeter-Landwirte fühlen sich eben wohl damit, stundenlang Quarz zu rühren. Sie schaden zwar niemandem damit, aber es ist weder plausibel noch wissenschaftlich begründet. Habt ihr Lust auf Wissenschaft in mehr als homöopathischen Dosen? Dann abonniert gerne unseren Kanal. Hier oben gibt es zum Beispiel ein Terra-Explore-Video zum Thema genmanipuliertes Essen. Und hier unten findet ihr noch ein anderes zu Lebensmittelverschwendung. Man sieht sich!